Wirbel um stinkende Pflanzenpracht. Nach 7 Jahren öffnet sich die Titanwurzelblüte in der Wilhelma. Funkkontakt zur ISS. Schüler sprechen mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst und stehen dabei mächtig unter Zeitdruck. Und bereit für den Neuanfang. Stuttgarter Kickers beginnen mit der Vorbereitung auf die Oberliga-Saison. Und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Sie hat sich etwas Zeit gelassen, doch jetzt sind 7 Jahre Warten vorbei. Die Titanwurz in der Wilhelma in Stuttgart hat wieder geblüht. Mit ihrem eher übel riechenden Duft lockte die Pflanze gestern Abend ihre heißgeliebten Fliegen an. Mit dem seltenen und zeitlich sehr begrenzten Schauspiel lockte sie aber auch wieder jede Menge neugierige Besucher. Stößchen, wenn die Titanwurz blüht, dann darf das schon mal gefeiert werden. Ich bin natürlich wegen der Größe des Amorphophallus gekommen. Also das heißt ja übersetzt der Pimmel, der Riesenpimmel. Und das ist ganz einmalig. Obwohl wir hatten schon mal einen hier, der war 3-mal so groß. Also es ist ein bisschen bescheiden, deswegen trinken wir auch nur einen Sekt. Nur einen? Dabei hat die stinkende Pflanze einen neuen Rekord geknackt. Sie ist mit nur 125 Zentimetern die kleinste Riesenblüte Europas. Die Zoologen in der Wilhelma haben sie liebevoll Alberich getauft, was so viel bedeutet wie Zwergenkönig. Da die Pflanze immer nur eine Nacht lang blüht, ist die Neugier gestern in der Wilhelma in Stuttgart groß. Und das trotz Gestank. Aasähnlich, aasähnlicher Geruch. Um Aasfliegen anzulocken, simuliert die Titanwurz ein totes Tier. Sie heizt sich sogar bis auf 38 Grad auf. Um 23 Uhr dann der Höhepunkt. Jetzt sind wir aktuell bei einer Temperatur von 39 Grad. Das heißt, wir haben die maximale Blüte aktuell erreicht. Und damit die je höchst gemessene Temperatur in einer Blüte hier in der Wilhelma. Den meisten ist er als Astro-Alex bekannt. Seit Anfang Juni arbeitet Alexander Gerst auf der internationalen Raumstation ISS. Im Herbst wird der Astronaut dort sogar als erster Deutscher das Kommando übernehmen. Heute haben Schüler vom Schickhardt-Gymnasium Herrenberg mit ihm gesprochen. Dabei zählte jede Minute, denn der Funkkontakt ins Weltall kann jeweils nur für kurze Zeit aufrechterhalten werden. Haben Sie schon einmal etwas außerhalb der ISS verloren? Over. Ich persönlich habe noch nichts außerhalb der ISS verloren, glaube ich zumindest. Und selbst wenn, wäre das wohl in der Atmosphäre verglüht. Denn Alexander Gerst befindet sich knapp 400 Kilometer über der Erde auf der internationalen Raumstation ISS. Und mit der haben heute 10 Schüler des Schickhardt-Gymnasiums in Herrenberg Kontakt aufgenommen. In einer Arbeitsgemeinschaft haben sie sich intensiv auf diesen Tag vorbereitet. Ich bin teilweise aufgeregt, wenn ich nichts zu tun habe, ist es am schlimmsten. Jetzt gerade schon so ein bisschen, also es fällt teilweise die Anspannung ab. Ich finde auch den Gedanken total cool, dass man quasi hier auf der Erde sein kann und gleichzeitig da oben mit jemand sprechen kann, der eigentlich 400 Kilometer entfernt ist, aber jetzt nicht wie wenn man zu Oma fährt, sondern halt er ist weg von der Erde. Für die Funkverbindung sorgen die Mitglieder des Deutschen Amateur-Radio-Clubs. Sie haben besondere Vorkehrungen getroffen, damit alles glatt läuft. Wir haben 2 Funkgeräte dastehen. Eines, wenn es ausfallen würde oder irgendeine Störung auftritt, dass wir sofort aufs andere übergehen können. Es muss alles redundant sein, damit sichergestellt ist, das Beste getan wird, um den Funkkontakt zu ermöglichen. Und dabei kommt es auf genaues Timing an, denn die ISS ist nur für rund 11 Minuten in Reichweite der Antennen, die auf dem Dach der Schule montiert sind. Um exakt 12.32 Uhr steht die Verbindung ins Weltall. Und dabei erfahren die Schüler dann sogar, dass auch dort oben nicht alle irdischen Arbeiten verschwinden. Einmal in der Woche müssen wir Staub wischen und die Filter mit dem Staubsauger freisaugen. Am Ende klappt es perfekt mit der Zeit und alle Schüler können ihre Fragen stellen. Es war wahnsinnig, es war eine riesen Ehre, einfach mit so jemandem zu sprechen und dass das alles geklappt hat heute. Und ich glaube, wir sind alle riesig froh, dass es jetzt so gelaufen ist. Die Verabschiedung ist sogar noch durchgekommen und in dem Moment, wo die Verabschiedung fertig war, ist er dann hinterm Horizont verschwunden mit seinem Signal. Besser geht's nicht. Mehr zum Funkkontakt mit Astro Alex sehen Sie dann auch nächste Woche in einer neuen Ausgabe unseres Magazins Wir in Böblingen. Weiter geht's hier jetzt mit den Kurznachrichten und da starten wir mit einem Großeinsatz der Polizei heute in der Stuttgarter Innenstadt.
Ein mitgehörtes Gespräch in einer S-Bahn hat heute einen Großeinsatz der Polizei in der Stuttgarter Innenstadt ausgelöst. Ein Fahrer hörte, wie ein 22-jähriger Mann davon sprach, heute Mittag eine Gewalttat in der Innenstadt zu vollziehen. Der Fahrgast rief daraufhin die Polizei und die entsendete sogar einen Helikopter. Am Ende wurde die verdächtige Person gefunden. Nach ersten Erkenntnissen leidet der Mann laut Polizei an einer psychischen Erkrankung. Die Tauben in Bad Cannstatt haben seit heute ein neues Zuhause. Bis zu 400 Tauben sollen in den neuen Taubenschlag am Seilerwasen einziehen. Wir betreiben hier jetzt derzeit 10 Taubenschläge im ganzen Stadtgebiet. In diesen entnehmen die Mitarbeiter des Tierschutzvereins die Eier und tauschen diese gegen Kunststoffattrappen aus. So erhoffen wir uns einen gesunden und verträglichen Taubenbestand in der Landeshauptstadt. Der Bau des 8 Meter hohen Turms dauerte 6 Wochen. Die Kosten in Höhe von 70.000 Euro übernahm die Stadt. Laufen und das Grundgesetz, zwei völlig unterschiedliche Themen, die bei dieser Veranstaltung zusammenfinden. In Herrenberg starteten gestern Abend 54 Läufer ihren Weg zum Berliner Brandenburger Tor. Ihre Mission, unterwegs Fotos machen, die die 19 Grundgesetzartikel kreativ darstellen. Am Samstag wollen sie Berlin erreicht haben. Ihre Fotos werden dann nächstes Jahr in einer Ausstellung an der Uni Tübingen präsentiert. Mit der Aktion soll ein Zeichen für die Demokratie und das Grundgesetz gesetzt werden. Herzlich willkommen zurück. Im Schatten des WM-Trubels wurde heute auch in Degerloch der Fußball ausgepackt. 2 Stunden vor dem WM-Spiel gegen Südkorea stand der Trainingsauftakt der Stuttgarter Kickers auf dem Plan. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte als Fünftligist. Große Veränderungen gab es im Kader und trotzdem war auch das ein oder andere bekannte Gesicht dabei. Patrick Auracher ist endlich wieder ein Blauer. Hier hat er in der Jugend gespielt. Mit den Kickers ist der gebürtige Stuttgarter in die dritte Liga aufgestiegen. 2014 ging es für Patte zu Holstein Kiel. Die letzten beiden Spielzeiten war er in Worms aktiv. Mit 7 Toren, davon einigen spielentscheidenden, hat er als Kapitän in der letzten Saison geholfen, Wormatia Worms vor dem Abstieg aus der Regionalliga zu retten. Jetzt möchte er eine Klasse tiefer mit den Kickers den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Ja, das ist auch mein Anspruch. Ich bin hierher gekommen, um vorne weg zu marschieren mit den erfahrenen Spielern. Ja, das ist unser Ziel und ich glaube, wenn wir jetzt gut zusammenwachsen und ein gutes Team werden, dann ist das Ziel Wiederaufstieg sehr, sehr gut möglich. Ja. Neu ist auch der Cheftrainer. Tobias Flitsch kommt vom SSV Ulm, mit dem er vor kurzem noch in seinem neuen Wohnzimmer den WFV-Pokalsieg feiern durfte. In Ulm hat er eine kampfstarke Mannschaft mit Mentalität aufs Feld geschickt. Das ist auch bei den Kickers sein Ansatz. Ich denke, Mentalität gehört immer rein in Fußball, egal was von der Philosophie dann letztendlich man umsetzt, sind unterschiedliche Aufgaben, ganz klar. Und von daher, die Voraussetzung ist eben dann, dass solche Spieler auch in einem Team sind. Noch sind nicht alle Positionen im Kader besetzt. Eine Mischung aus talentierten Nachwuchsspielern und erfahrenen Haudegen ist aber schon zu erkennen. Der erste Test bei der Mission Wiederaufstieg steht bereits am Samstag an. Zur Saisoneröffnung kommt der Zweitligist FC Ingolstadt um 14 Uhr in den ADM Sportpark. Und zu guter Letzt schauen wir mal wieder etwas über unser Sendegebiet hinaus, und zwar nach Bad Gastein im Salzburger Land. Auch da sollte nämlich eine WM stattfinden, die Team-WM im Trailrunning, also im Geländelauf. Die musste allerdings wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Der Prolog zum Auftakt konnte allerdings noch stattfinden. Mit am Start Florian Notz aus Dettingen mit seinem Team und auch Sportgrößen wie Biathlon-Olympiasieger Sven Fischer. 19 Kilometer und 1500 Höhenmeter hatten die Athleten beim sogenannten Vertical Open zu bewältigen. Notz von der Skizunft Böhringen-Römerstein belegte hier am Ende Platz 15 und zeigte sich zufrieden mit seiner Leistung. Nach Bad Gastein im Flachstück, da hatte ich ein bisschen zu kämpfen, da hat die Muskulatur zugemacht. Und am Berg am Anfang musste ich dann ein paar ziehen lassen, aber irgendwann konnte ich meinen Langlaufschritt auspacken und nochmal ein, zwei Plätze gut machen. Aber ein cooler Event, hat Spaß gemacht. Ja, und mehr Sport gibt es dann morgen wieder hier bei uns, unter anderem auch mit einer neuen Ausgabe unseres Sportmagazins Startblock 07. Alles wie gewohnt ab 18 Uhr im Journal. Ja, und hier geht's jetzt noch mit dem Wetter weiter. Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen, dann begrüßt Sie hier mein Kollege Günther Seibold. Machen Sie es gut, tschüss, auf Wiedersehen.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Ein Tiefdruckgebiet über dem Südosten Europas, das schickt Wolken zu uns. Und sie erreichen uns im Laufe des Tages von Bayern her. Vorher ist es nämlich nochmal richtig schön sonnig, aber recht schnell zieht es hier zu von Ulm und Friedrichshafen her. Da kann es dann ab und an auch mal etwas Regen geben. Am Oberrhein, da bleibt es mit am freundlichsten, mit relativ viel Sonnenschein und bis zu 26 Grad. Knapp 25 Grad, die gibt es auch im Stuttgart. Raum. Die Wolken anfangs noch relativ durchlässig für die Sonne, aber später zieht es dann von Göppingen und Nürtingen zu. Auch hier kann es mal später etwas Regen geben. Das gleiche gilt für den Freitag. Meistens bleibt es aber trocken mit recht viel Sonnenschein und sehr sonnig und sehr warm mit bis zu 30 Grad. Wird dann das Wochenende, erst nächste Woche wird es langsam gewittrig.